musikalisch haben wir einiges zu bieten. Allen voran Schwermetaller. Sind die Jungs tatsächlich so wild, wie sie aussehen? Fragen wir mal unsere Steffi. Hallo Steffi! Ja, wir sind heute auf dem Summer Breeze Festival in Illenschwang bei Dinkelsbühl. Das Summer Breeze Festival, ein Heavy Metal Festival, das zweitgrößte übrigens in Deutschland. Das sind 25.000 Mettler, 10.000 mehr als im letzten Jahr, glaube ich. Und einer ist da, ja. Und die Illenschwanger, das sind nur 320. Die 25.000 sind hier eingefallen. Und was die Illenschwanger dazu sagen, das klären wir gleich. Passend zu unserem nächsten Thema. Gleich 17:45. Es wird Zeit, zu unserem Ü-Wagen zu schalten. Steffi Staus ist heute im westlichen Mittelfranken unterwegs. Und zwar in Illenschwang bei Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach. Dort findet ab heute bis Samstag das Summer Breeze Festival statt. Und die 320 Einwohner kriegen Besuch von 25.000 Heavy Metal Fans. Steffi, Heavy Metal, sag mal, kannst du eigentlich mit der Musik so wirklich was anfangen? Ganz ehrlich, es geht so. Und wäre ich ein echter Heavy-Metal-Fan, hätte ich meine Haare schwarz gefärbt, hätte ein schwarzes T-Shirt an, einen schwarzen Nietelgürtel und eine schwarze Hose. Habe ich aber nicht. Und wenn ich ein Heavy-Metal-Fan wäre, würde ich jetzt auch richtig abfeiern. Aber das tue ich auch nicht. Aber Heavy-Metal hat unglaublich viele Fans. 25.000 Leute sind hier. Das sind 10.000 mehr als das letzte Jahr. Die sind hier nach Illenschwang gekommen. Und das hat gestern einen ganz schönen Stau verursacht. 17 Kilometer Stau bis auf die Autobahn. Und ja, das sind Leute aus Australien, aus Polen, aus Skandinavien, aus Spanien, also aus ganz Europa. Die sind hier hingekommen. Und ja, das hat für die Polizei eine Menge Arbeit bedeutet. Die haben nämlich bis auf die Autobahn dann auch gekämpft. Wieso sind die Leute hier hingekommen? Heavy Metal, das ist ihre Musik. Und ja, da hören wir nämlich jetzt mal rein. 90 Bands spielen hier in diesen 3 Tagen in Illenschwang auf dem Heavy Metal Festival. Ja, und bei mir ist jetzt Günther Harich, der ist Wirt hier in Illenschwang. Herr Harich, wie ist denn das so als Illenschwanger, wenn hier so wahnsinnig viele Heavy-Metal-Fans einfallen? Das ist ja jetzt schon das dritte Jahr. Ja, wir haben uns langsam daran gewöhnt. Es ist immer wieder ein neues Erlebnis, überhaupt dieses Jahr, wo es viele, viele Menschen mehr hier sind. Aber wie gesagt, es macht sehr viel Spaß. Wir haben gute Beziehungen. Ich in der Wirtschaft habe ich richtig Stammgäste bei mir. Da muss ich viele Hände schütteln, die letztes Jahr und vor 2 Jahren schon hier waren. Ja, aber jetzt sind die hier alle eingefallen. Die Leute sind ja auch neugierig und gucken immer so ein bisschen. Sind alle glücklich, dass die da sind? Ja, glücklich, vielleicht nicht alle glücklich, aber trotzdem zufrieden, weil noch nie irgendwo was vorgekommen ist, wo irgendwie aufsehenerregend ist oder so. Also wir sind eigentlich so zufrieden, so wie das jetzt läuft. Jetzt ist es ja schon eins so richtig zum Ritual geworden, die Blasmusik. Erzählen Sie mir was darüber. Sie fahren dann mit dem Traktor auf das Gelände, das war gestern, und machen was? Wir machen echte Blasmusik, also Blechmusik dran. Wir sind ca. 30 junge und auch ältere Musiker. Wir haben das kurzfristig in die Wege geleitet, dass wir mit dem Traktor, mit 2 Anhängern auf das Gelände fahren und haben versucht, die Leute zu begeistern. Und das waren die auch, die hotten ja so richtig dazu ab, oder? Wunderbar. Das sehen wir jetzt gerade. Ja, und hier sitzen die Jungs aus dem Odenwald. Herr Harich, ist es denn so, Sie haben ja Freikarten, ne, für das Festival, die nicht, aber ja. Sie schon, gehen Sie denn hier mal vorbei und schauen mal, wie die so drauf sind? Ja, mal ganz kurz, wenn die Zeit es zulässt, dann komme ich vorbei und schaue mich mal um. Es ist ganz interessant, wie die jungen Leute so Festival feiern. Gut, dann machen wir das doch jetzt mal. Jungs, wie viel seid ihr? Wo kommt ihr genau her? Also wir sind von Moosbach im Odenwald, genau gesagt von Sattelbach, das Nachbarort von Moosbach. Wir sind jetzt 16 Leute, zum dritten Mal sind wir jetzt hier auf dem Gelände. Vorher waren wir schon in Abtsgmünd, waren wir zweimal, also wir sind zum 5. Mal auf Summer Breeze. Was fasziniert euch denn hier? Es ist einfach locker, es ist einfach gemütliche Stimmung hier. Wir sitzen hier mit unserer Couch, mit unseren Sofas. Es ist eigentlich Urlaub für uns. Wir sitzen hier, es ist kein Stress, es sind coole Leute, gute Musik, es passt einfach alles.
Normalerweise, oder viele zumindest, fahren extra nach Dinkelsbühl, um sich da einzudecken. Da sind die Supermärkte voll, alle karren die Getränke nur so raus. Dinkelsbühl ist dann fast leer gekauft. Habt ihr das auch gemacht oder habt ihr alles mitgebracht? Wir haben alles dabei gehabt. Wir haben unseren schönen Bus, der riesen schwarze Bus. Das ist ein Ford Transit Bayern 69. Da haben wir unser ganze Sofa, unser ganzes Equipment, haben wir alles hier mitgenommen. Ja, und was habt ihr denn dabei? Zeig mal, die Kühlschränke stehen hier rum. Wir haben alles dabei. Ja? Also hier sind die Getränke drin, oder wie? Das ist der erste Kühlschrank. Ja. Mit einem Teil... Wasser, ja. Ja, Wasser, weil wir trinken ja Most. Mostscholle. Genau, und wir brauchen ja, für den Most brauchen wir ein bisschen Wasser, für Mostscholle trinken. Das sind die nächste Kühlschränke. Ja, da gehen wir auch mal hin. Das ist jetzt ein bisschen weit weg für die Kamera, aber wir gucken trotzdem mal. Ja, hier ist das Bier. Hier ist das Bier. Bier. Aber ist es nicht viel? Nee, aber wir haben ja 90 Liter Most dabei. Ja. Wir trinken lieber Most für Bier, weil es ist gesund. Okay. Genau. Okay. Seid ihr denn so ein bisschen mit den Illenschwangern in Kontakt? Ja, es waren gestern und heute waren vier ältere Herrschaften, so um die 70, waren bei uns gesessen, haben gemütlichen Mustschaller mit uns getrunken, richtig coole Leute. Und jetzt feiert ihr ab. Und jetzt feiern wir ab, ja, genau. Super, vielen Dank. Ja, das Summer Breeze in Illenschwang ist jedes Jahr hier ein riesengroßes Ereignis. Und ich bin gespannt, wie die nächsten zwei Tage hier verlaufen werden. Es wird auf jeden Fall viel, viel gute Musik geben. Und die Jungs hier werden bestimmt viel, viel feiern. Dankeschön, Steffi. Ich glaube, die brauchen gar keine Musik. Die feiern auch so. Danke für die Einblicke in die Heavy-Metal-Szene und viel Spaß noch in Illenschwang.